Der Heilige Geist wohnt nicht zur Miete im Herzen der Kinder Gottes und somit in seiner Gemeinde, sondern er wohnt dort fest. Er hat dort Wohnung genommen in alle Ewigkeit. Und unter anderem das ist eine Schönheit der Gemeinde Gottes. Ich möchte dir in diesem Monat im Mai mit unserem Thema die Gemeinde als Tempel Gottes folgende Verse aus 1. Korinther 3, Vers 16 und 17 lesen. Da schreibt Paulus: Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Wer den Tempel Gottes zerstört, zerstört sich damit selbst, weil er Gottes Gericht über sich bringt. Denn Gottes Tempel ist heilig und dieser heilige Tempel seid ihr. Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid? Das betrifft einmal den einzelnen Christen persönlich, wenn der Heilige Geist in einem lebt, wenn man gläubig wird, wiedergeboren wird. Hier meint Paulus aber das Kollektiv, das heißt, er meint die Gemeinde als Ganzes. Das heißt, die Christen, die zusammenkommen, um zum Beispiel Gottesdienst zu feiern. Und überall da, wo Christen zusammenkommen, ist Tempel Gottes. Das heißt auch, dass Gemeinde und Gemeinschaft mit Christen kein optionales Extra ist, das wir uns als Christen raussuchen dürfen. So nach dem Motto, Jesus und ich, wir zwei rocken das, das passt irgendwie. Das ist nicht ganz richtig. Paulus sagt, ihr als Gemeinde, ihr zusammen seid der Tempel Gottes und Gottes Geist wohnt in eurer Mitte. Ich habe es gerade schon gesagt, Gottes Geist wohnt nicht zur Miete in uns. Er hat uns versiegelt mit seiner Gegenwart, mit seiner Anwesenheit. Und unser Herz als einzelne Christen, unsere Herzen sind keine WGs. Das heißt, der Heilige Geist zieht nicht in eine WG mit anderen Partnern in unserem Herzen, sondern er allein wohnt dort. Er allein möchte dort wohnen und den ganzen Raum bekommen. Jede Gemeinde also, die auf der Grundlage, dem Fundament des biblischen Evangeliums von Jesus Christus steht, jede Gemeinde ist ein Tempel Gottes und symbolisiert Gottes Gegenwart in dieser Welt. Das heißt auch, dass eine Gemeinde kein Spielplatz, kein persönlicher Spielplatz von individuellen Mitgliedern ist, sondern wirklich ganz Gott gehört. Der ganze Körper des Christen gehört Gott, das ganze Leben und somit auch die ganze Gemeinde. Und ich finde es so schön, dass Gott im nächsten Vers durch Paulus sagt, wer den Tempel Gottes zerstört, zerstört sich damit selbst, weil er Gottes Gericht über sich bringt. Was heißt Gottes Tempel zu zerstören? Niemand kann die Gemeinde zerstören oder kaputt machen, aber sie wird angegriffen. Das kann von außen passieren, durch Verfolgung, oder von innen, durch Verführung. Und Gott ist hier sehr, sehr ernst, dass er sagt, er bringt Gericht über die, die das seiner Gemeinde antun. Das heißt, das sind Menschen, die nie wirklich zu ihm gehört haben und ja keine Kinder Gottes sind. Das heißt, er sagt, meine Gemeinde steht unter meinem persönlichen Schutz. Und das ist eine ganz wichtige und sehr schöne Wahrheit über Gemeinde Gottes, dass sich Jesus mit seiner Gemeinde vollkommen identifiziert. Als Jesus Paulus, ehemals Saulus, überführt hat und ihm zum ersten Mal begegnet ist, in Apostelgeschichte 9, da sagt er nicht, Saulus, Saulus, warum verfolgst du meine Gemeinde? Warum verfolgst du die Christen? Er sagt, warum verfolgst du mich? Das heißt, Jesus identifiziert sich so sehr mit seinen Kindern, mit den Christen, dass er sagt, wenn du sie verfolgst und ihnen was antust, dann tust du mir was an. Es geht um mich eigentlich. Jesus ist das Haupt seiner Gemeinde. Und eine Schönheit der Gemeinde ist, dass er selber sich vollkommen identifiziert mit seiner Gemeinde, mit den Christen und durch den Heiligen Geist in uns lebt. Jetzt ist ja dieser Gedanke des Tempels ganz spannend und damit will ich schließen. Ein Tempel zeigt letztendlich, wonach sich Menschen sehnen. Religiöse Tempel haben das damals getan, tun das heute auch schon. Das heißt, sie zeugen von den tiefsten Sehnsüchten des Menschen, wofür Menschen sich hingeben, wofür sie ihre Zeit, ihre Kraft und ihr Geld geben. Jetzt gibt es hier in Deutschland vielleicht nicht ganz so viele religiöse Tempel, aber es gibt ganz andere, die trotzdem diese Sehnsucht des Menschen widerspiegeln und wo wir investieren, wo tatsächlich auch ein Stück weit Anbetung stattfindet. Ich stehe gerade vor so einem modernen Tempel, ein Ort, an dem ich selber sehr, sehr, sehr gerne bin, das ist keine Frage. Und trotzdem spiegelt dieses Gebäude hier, so wie viele andere Orte, moderne Orte, die wir kennen, wieder, dass Menschen eine Sehnsucht haben nach etwas und darin investieren. Sei es mit ihrer Zeit, ihrer Kraft, ihrem Geld, mit ihrer Hingabe. Und jetzt stelle ich mir die Frage,
Ganz positiv gemeint. Wie können Menschen anhand der Gemeinde und der Christen in dieser Welt erkennen, was unsere Sehnsucht ist und vor allem, wo sich unsere Sehnsucht gestillt hat und bei wem sie gestillt wurde? Können Menschen erkennen an uns als Gemeinde in dieser Welt, dass wir unser Leben total gerne für den einen zur Verfügung stellen, der uns gerettet hat? Das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus beinhaltet ja, dass Jesus uns für ihn selbst gerettet und freigekauft hat. Können Menschen das erkennen, dass dort, wo wir zusammenkommen, es im Mittelpunkt steht, dass Gott bei uns ist, anwesend ist, wir sein Tempel sind, lebendige Steine in seinem Bau. Und dass deutlich wird, hier kommen unsere tiefsten Sehnsüchte endlich zur Ruhe und wir finden wahre Freude und Vergebung, Versöhnung mit unserem Schöpfer. Ich wünsche mir, dass unsere Gemeinden, dass wenn wir Christen zusammenkommen, dass das deutlich wird und dass wir uns die Schönheit der Gemeinde vor Augen halten. Gott selber durch den Heiligen Geist wohnt unter uns und wir zusammen sind der Tempel Gottes und wollen ein Ort sein, wo wir Menschen einladen, ihre Sehnsüchte wirklich, wo sie wirklich gestillt werden können und letztendlich Versöhnung und Frieden mit dem lebendigen Schöpfer finden. Wir wollen das in diese Welt tragen und da finde ich diese zwei Verse wunderschön, die auf den Punkt bringen, was wir sind. Wisst ihr nicht, liebe Gemeinde, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Ich wünsche dir viel Freude an diesem Bild, an der Schönheit dieses Bildes der Gemeinde. Bis bald.